Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und wir versuchen mit Nancy, die ist ein bisschen schüchtern, die Adapt Challenge. Und ich versuche... Oh, Krankenschwester. Ich versuche mal ein bisschen mehr mit ihr zu laufen, also zu gehen heute. Weil ein Talent von ihr sorgt dafür, dass ich schneller gehe. Und zwar ist das fixiert. Ich sehe meine eigenen Kratzspuren, wenn ich renne. Aber ich gehe halt auch einfach 20% schneller. Das ist schon ein schöner Sprintboost. Ohne Boost. Das zweite Talent von Nancy heißt... Entschuldigung. Innere Kraft. Ich zerstöre ein Totem und kann mich danach einmal in den Schrank stellen, um mich um einen Gesundheitsstart zu heilen. Geht natürlich nur so lange, wie noch Totems auf der Map sind. Und das dritte Talent von ihr heißt besser gemeinsam. Wenn ich einen Generator repariere, sehen meine Mates diesen Gen... hat sich sterben lassen. Na toll. Ja, sehen meine Mates diesen Gen. Und wenn ich gerade repariere und es geht jemand zu Boden, sehe ich auch die Augen meiner Mates. Aber das ist ja schon eine super Runde hier. Er lässt sich auch sterben. Ja, gut. Dann, müssen wir das nochmal machen. Für die Punkte mache ich jetzt die Kiste auf. Das ist ja eine super Runde. Es ist halt leider so, ne? Ja, ich lasse mich auch ab und an mal sterben. Aber es nimmt halt den Mates direkt die Chance, hier irgendwie was Gutes aus der Runde zu machen. Ja, der Killer bekommt auch weniger Chancen, Leute aufzuhängen und bekommt weniger Punkte. Aber man kommt halt hier nicht raus. Oh. Komm doch direkt zurück. Wir sind nur noch zu zweit. Was soll das denn? Lass uns doch. Okay. Ich suche meinen Generator. Damit ich hier noch ein paar Gen-Punkte bekomme. Ich höre hier jemanden heulen. Hört ihr das? Ganz leise im Hintergrund? Aktuell ist das ein bisschen buggy. Man hört teilweise verletzte oder tote Mates noch heulen, obwohl da gar nichts mehr ist. Es kann natürlich sein, Jake war hier. Eventuell war Jake auch hier. Ich hab nur gedacht, er war da hinten. Nein, 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 nein. Gib mir wenigstens noch ein paar Jagdpunkte. Jetzt habe ich gleich eine große Klappe. Und werde sterben.
Oh, nein. Oh, ich dachte, sie geht zum Fenster. Das sah so aus. Hier ist der Keller. Sie Barbecue? Nee, oder? Sie geht zumindest nicht direkt zu Jake, aber... Sie geht auch nicht richtig weg. Das ist halt jetzt unnötig. Also... Wir sind nur noch zwei... Ja. Ja, okay. Aber die Runde war eh verloren. Also... Ich habe noch ein paar Jagdpunkte geholt. Werde jetzt noch ein bisschen kämpfen für ein paar Punkte, aber das müssen wir einfach nochmal machen. Und ich werde auch direkt noch eine Runde aufnehmen und hier hinten ranschneiden. Also, keine große Verabschiedung. Wir sehen uns direkt wieder. Bleibt dran. Gut. Immerhin eine andere Map. Ich bin aber die Obsession. Und ich habe kein Medikit mehr. Und ich habe auch keine Karte mit Nancy, um Totems zu finden. Es ist ein Oni. Ja, klar. Gut. Ich muss sagen, ich spiele lieber gegen die Nurse. Die kann man noch so ein bisschen austricksen. Aber ein Oni. Der läuft mir halt schnurstracks hinterher. Ich kann mich nicht heilen. Und warum liegt der Erste schon? Totem! Ich glaube, er hat mich gelassen, weil ich dein Leid bin. Weil ich die Obsession bin. Ah, der lässt sich wer sterben. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist so bitter. Der wird sich auch direkt sterben lassen. Ich gebe zu. Ich habe gerade hier vor dieser Runde noch eine Runde gespielt gehabt. Wo aber, als gesehen wurde, dass es ein Boba ist, direkt der Disconnect kam von einer Person. Und wir natürlich nichts mehr geschafft haben. Und jetzt haben wir hier auch wieder wen, der sich direkt hat sterben lassen. Es ist unglaublich. Es ist echt... Ich weiß nicht, ich muss mir irgendwie eine andere Lösung überlegen. Aber am Wochenende DBD aufnehmen ist nicht machbar. Aber ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Aus Zeitmanagementgründen. Ich habe halt eigentlich nur am Wochenende Zeit... wenigstens für Dienstag und Donnerstag aufzunehmen. Eigentlich aber auch
für das Wochenende. Wir haben wenigstens zwei Generatoren an. Das ist ja schon mehr, als ich gedacht hätte. Die ist halt noch nicht voll geheilt und Uni geht dahin. Geht auf Bill. Wartet halt, ne? Sie hat Sprintboost. Ich habe hier erst einen Totem gesehen im Feld. Das brauche ich jetzt. Bill. Muss in den Schrank. Oh, Bill. Wenn er jetzt hierher kommt. Er hat auf jeden Fall schon Klödi wieder erwischt. Okay. Hauptsache, du bist die Points, oder was? Ich bin halt so eine richtige Nancy. Er war dort hinten gerade im Feld. Eigentlich bin ich so ein richtiger Dwight. Okay, lass uns mal an, Jen. Die sind so richtige Mates, Bill. Direkt an den Jen, wenn jemand liegt. Ja, blöd. Richtig blöd. Oh. Ihr habt dort voll im Blut gesessen. Ah!
hängen geblieben. Ist hier noch eine Palette? Ja. Oh oh, Uni böse. Oh. Oh. Uni böse. Uni geht zurück. Ich hing halt noch nicht. Aber. Ja, schwierig wird das. Wenn Klöde jetzt liegt, müssen wir hoffen, dass Bill Unbreakable hat. Müssen wir hoffen, dass Bill so ein richtiger Unbreakable ist. Ja, sorry, die Palette ist weg. Ja, Bill, du bist unsere letzte Rettung. Bitte, steh auf. Was? Ich glaube, er will jetzt fahren. Oh nö. Das ist doch dann auch nicht ehrlich verdient. Warum hat er jetzt... Hä? Warum wechselt er jetzt seine Strategie? Er hätte uns doch einfach umbringen können. Will er auf irgendwas hinaus am Ende? Weil ich dein Leib bin, weil... Also... Ich habe das Gefühl, er hängt mich absichtlich nicht auf, weil... ich die Obsession bin. Oder ist er jetzt so nett, weil wir jemanden hatten, der sich direkt hat sterben lassen? Danke! Wie Bill erstmal gucken gekommen ist. Ich finde das jetzt so witzig, dass die Köpfe sich so extrem bewegen. Okay, es ist halt, wenn wir rauskommen sollten, ist es ein bisschen geschenkt. Aber ihr kennt mich, ja? Julia hat mich auf jeden Fall durchschaut. Oh Gott, ich bin Hass! Daher das alles. Also wenn ich es rausschaffe, gehe ich raus. I'm sorry, ich bin Hass. Er kann mich direkt Morin. Ich weiß, das war jetzt... Ach Mann, aber ich bin jetzt hin und her gerissen. Soll ich rausgehen? Soll ich diese Adept-Challenge einfach dankend annehmen? Sie darf sich runterwiegeln. Nancy, was machen wir denn jetzt? Guck doch nicht immer so schüchtern weg, Nancy! Die müssten eigentlich am anderen Ausgang sein.
Ja. Nehme ich das jetzt einfach als Geschenk an oder? Ich fühle mich so. Ah. Er lässt uns halt gehen. Ach, wisst ihr was? Ich. Ah, da drüben ist jetzt eh au. Tschüssi. Will ist eh tot. Yay. Yay, Adept Challenge geschafft. Warum hat er plötzlich seine Strategie gewechselt? Keine Ahnung. Aber wir sind rausgekommen. Challenge geschafft. Juhu! Und jetzt mache ich mich mal dran, direkt für Donnerstag noch ein Video aufzunehmen. Und ich hoffe, da brauche ich nicht wieder 20.000 Anläufe. Also drückt mir die Daumen. Ich verabschiede mich aus diesem Video und sage gern bis Donnerstag, wenn ihr Bock habt, auf eine neue Folge Dead by Daylight. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.